Und damit nur endlich herzlich willkommen zur neuen Anmeldung oder zur neuen Anmeldesession vom Farming Simulator 2013 im LPT. In diesem Informationsvideo erhaltet ihr eine kurze Information, wie ihr euch für das Let's Play Together anmeldet oder anzumelden bitte habt. Habt ihr gehört? Ich habe sogar bitte gesagt. So, fangen wir einfach mal an, um das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Erstmal ein paar kleine allgemeine Informationen. Und zwar, die Aufnahme findet theoretischerweise immer zwischen Freitag und Sonntag statt. Aktuell ist es halt immer nur sonntags, aber das kommt halt wirklich drauf an, wie man Zeit hat. Und falls das am Wochenende gar nicht gehen sollte bei dem Partner, dann wird halt die Woche über aufgenommen, ist für mich jetzt auch kein Problem. Die ganze Aufnahme dauert ungefähr 2,5 Stunden, das sind 5 Folgen, 15 bzw. 20 Minuten, aber bis heute ist noch nie bei einer Aufnahme oder beim Start irgendwie mal nichts schief gegangen oder irgendwelche Verzögerungen drin gehabt, deswegen einfach noch eine halbe Stunde mal mit drauf für irgendwelche Probleme. Und das Modpack, was ihr braucht, findet ihr in der Videobeschreibung. Bevor ihr euch das jetzt aber alle wie bekloppt downloadet oder halt auch nicht, kommen wir erstmal zu den Voraussetzungen. Und ja, bevor das Geschrei jetzt wieder groß wird, ich habe mir das reichlich gut überlegt und ich bin mir dessen bewusst. Jeder, der mich jetzt hassen tut, ja, hatet mich, deabonniert mich, ist mir doch eigentlich relativ egal. Ja, Voraussetzung, Mindestalter von 14 Jahren. Entschuldigung, ich bin erst 12, kann ich trotzdem mitmachen? Nein! Ja, ich habe mich jetzt einfach auf 14 Jahre festgelegt, das ist nun mal einfach, ich nenne es mal, idealer Alter. Und ja, zu diesen 14 Jahren solltet ihr trotz allem schon ein reifes Verhalten an den Tag legen. Was meine ich damit? Nicht so, oder ja, ja, irgendwas, nee. Man kann mit 14 Jahren noch nicht, sagen wir mal, so ein Gesprächsstoff erwarten wie mit 20 Jahren, das ist irgendwo klar, aber ihr solltet irgendwo schon... Ja, was im Kopf haben, ihr solltet keine Scheiße quatschen, ja? Ich will kein Ghetto, ich will kein Kindergarten, ich will keine Verschwörungstheorien, ich will nicht Agent 007 und ich will auch nicht irgendwie angegöttert werden, ja? Behandelt mich wie einen normalen Menschen, Fanboy hin, Fanboy her, ja? Und das will ich eigentlich nur, ja? Sollte das nicht gegeben sein, dann kommt es halt selbst bei einer Annahme, weil man es ja im Prozess, also beim Anwaltsprozess, wo mir später zu kommen, ja nicht sofort herausgehen kann, da fällt das dann halt auch flach. Wie gesagt, ein reifes Verhalten möchte ich bitte einfach schon haben. Wir labern alle viel Scheiße, ist auch in einer Richtung gut und sogar wichtig, aber seriöse und diskrete Scheiße bitte. So, zweitens oder drittens eher gesagt, ihr solltet eine ordentliche DSL-Leitung besitzen. Ich rede hier von mindestens, sagen wir mal, wow, keine Ahnung, 6000 aufwärts oder so. Alles, was unten drunter ist, könnt ihr mal dementsprechend probieren. Ihr solltet euch aber im Klaren sein, dass alleine der TeamSpeak-Server mit den Audio-Einstellungen oder den Qualitätseinstellungen so ungefähr 800 Kilobytes auch ziehen tut. Also solltet ihr selbst nicht ohne irgendwelche Probleme skypen können, dann ist der TeamSpeak auch gleich gar nichts für euch. Zudem, Mods müsst ihr downloaden, das sind über 200 Megabyte. Die Multiplayer-Verbindung sollte, wenn es geht, auch ruckelfrei sein und ohne Probleme. Also ihr solltet schon über eine halbwegs ordentliche DSL-Leitung verfügen. Alles, was unter DSL 1000 ist, 368 Modem, ISDN, geht leider nicht. Entschuldigung. Danach solltet ihr, wenn es geht, noch ein ordentliches Headset, habe ich ordentlich falsch geschrieben, ach Wayne, ein ordentliches Headset haben, sprich kein Rauschen, kein Knistern und keine Blechstimme. Das schaffen nun mal leider die Headsets aus den Baumärkten für 5,99 € nicht, ist schon klar. Es gibt irgendeins für 30 Euro von, glaube ich, TA Sport oder TD Sport, das hört sich relativ schon in Ordnung an, und es gibt es für 30 Euro. Ansonsten alles, was dann in der obersten Klasse liegt, dürfte dann ja... Also der mittleren bis obersten Klasse dürfte alles kein Problem sein. Aber wie gesagt, es bringt mir keine Blechstimme was. Es bringt mir kein Knistern, kein Rauschen, keine Störgeräusche. Das ist alles scheiße und hat in einem Video nichts zu suchen. Gut, und dann kommen wir eigentlich noch zu dem Punkt, den ja jeder interessiert, wie ihr euch überhaupt anmelden könnt. Ja, im Endeffekt ist es wie beim alten Verfahren dann halt nur noch etwas umstrukturierter. Und zwar erstens, ihr nehmt wieder eine Audiodatei auf im Rohformat. Das soll heißen, ihr bearbeitet eure Stimme nicht mit Cubase oder mit irgendwelchen anderen Programmen, denn ihr könnt sie ja dann bei der Aufnahme auch nicht bearbeiten. Und ich kann sie auch nicht bearbeiten, beziehungsweise will sie nicht bearbeiten. Das ist schon so ein Aufwand, da muss man nicht noch eine Stimme bearbeiten. Einfach im Rohformat aufnehmen, so wie nun mal eure Headset oder ihr Klängen tut. Ja, im Format bitte MP3 oder WAV, ich denke mal MP3 hat eigentlich jeder, wenn nicht halt WAV, dieses Windows Audio Format Scheiß Gedöns da, dann
Und jetzt kommt's, dann schickt ihr mir eine E-Mail-Adresse, nicht mehr an Sachsen-Netzplayer-Scheiß-mich-tot, sondern an anmeldung-lpt-ls13@web.de. Ich habe das andere Video schon zur Sicherheit rausgenommen, damit keiner mehr auf die Idee kommt, mir da an Sachsen-Gedöns was zu schreiben. Einfach eine E-Mail-Adresse an anmeldung-lpt-ls13@web.de senden. Und drittens, das ist wohl das Wichtigste von allen, warten. Es wird wohl so sein, dass schon am Sonntag einer, am Sonntag oder sogar vielleicht schon heute, einer die Möglichkeit hat, mit mir aufzunehmen, weil das für nächste Woche genauso mau aussieht wie letzte Woche und ich keine Lust auf Solo-Play habe. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass ich erst eine Woche später antworte, 2 Wochen oder 3 Wochen später. Es kann auch sein, dass ich mich sofort antworte und dann sage, wir nehmen in der und der Woche an den und den Datum womöglich auf. Das kann auch kommen. Einfach warten. Ich gebe euch dann irgendwann oder wenn es dann dementsprechend zeitnah passt oder wenn dann die Zeit gekommen ist, gebe ich euch weitere Kontakt. Daten, wo ihr mich adden irgendwo kennt, wo man auch dann dementsprechend quatschen können, beziehungsweise auf dem Teamspeak-Server oder. Gut, das war's im Endeffekt mit den Gedöns. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr Bock habt, macht mit. Wenn nicht, halt nicht. Und nein, diese Kriterien und diese Kriterien und keine Ausnahme, weil wenn ich vor ihnen extra Wurst mache, muss ich es für alle auch machen. In dem Sinne, haust da rein. Tschü. Oder haut da rein. Tschü. Hört's besser an. Auto!